So, nach kurzer Pause möchte ich mich wieder meiner Spiegelreflexkamera von Canon, das ist ein älteres, günstiges Modell, EOS 700D, zuwenden. Zu der Kamera habe ich mir auch einen Kopf besorgt. Das ist dieses Buch hier und das möchte ich gerne weiter vorlesen. So, als letztes ging es um die rechte Seite, jetzt geht es um die linke Seite der Kamera. So, das ist die rechte Seite, das ist die linke Seite der Kamera. Ich kann das mal gerade zeigen. Bitte sehr. Sieht man hoffentlich. Licht müsste genug da sein. So. Das Licht mit rüber. Die linke Seite, etwas mehr Bedienelemente befinden sich von hinten betrachtet auf der linken Seite. Am Gehäuse sehen Sie zwei Gummiklappen, die nach dem Öffnen mehrere Anschlüsse freilegen. So, das sind die beiden Gummiklappen. Das ist die erste. Zweite. So, es geht hier mit der ersten los. Da steht, man sein Mikrofon anschließen kann und das Symbol heißt Selbstauslöser, das kenne ich schon. Kabelfernauslöser heißt es. Die Buchse ganz oben ist für einen Kabelfernauslöser, zum Beispiel für das Modell RS60E3 vorgesehen. Genauere Informationen zum Anschließen eines Fernauslösers finden Sie ab Seite 240. Darunter befindet sich die Mikrofonbuchse. Die funktioniert auch gut. Ich zeichne hier gerade mit einem Fotoapparat auf, der auch so eine Mikrofonbuchse hat. Und das ist ein ganz normales Tauchspulmikrofon. Das geht mit der Kamera da genauso gut. Die zeichnet allerdings kein 4K auf. Darunter befindet sich die Mikrofonbuchse, über die ein externes Mikrofon für die Tonaufzeichnung bei Videoaufnahmen anschließen können. So. So, dann gibt es hier Abbildungen. Auf der linken Seite der EOS 700D finden Sie neben Blitz- und Abblendtaste auch die Anschlüsse für die Verbindung zu Computer und Fernseher. Nach dem Öffnen der Gummiklappen kommen Anschlüsse für einen Kabelfernauslöser, ein externes Mikrofon, den Computer und den Fernseher zum Vorschein. So, das ist jetzt die zweite Klappe. Mit der AV-Out oder AV-Out Digital Buchse verbinden Sie Kamera und Rechner mit Hilfe des beiliegenden Mini-USB-Kabels. Das heißt, ein Mini-USB-Kabel, das ist bei Fotoapparaten sehr verbreitet. Sofern Ihre Aufnahmen auf einem Fernseher mit Composite-Clinch-Eingang betrachten wollen, nutzen Sie ebenfalls diesen Anschluss, dann allerdings mit dem mitgelieferten Videokabel. Habe ich alles nicht hier, liegt woanders. Da die Übertragung via Composite-Eingang analog ist und damit nicht die bestmögliche Qualität liefert, hat die EOS 700D zusätzlich einen HDMI-Ausgang. Einen entsprechenden Eingang am Fernseher vorausgesetzt gelingt, damit die Darstellung der Fotos und Filme in bestmöglicher Qualität. Siehe den Kasten auf der nächsten Seite. Ich habe hier einen Fernseher, ich habe auch einen Monitor. Das könnte ich mal demnächst ausprobieren.
Das erforderliche Kabel müssen Sie allerdings separat erwerben. Ebenfalls auf der linken Seite des Gehäuses befindet sich die Blitztaste. Die sieht auch so aus. Die im manuellen Modus den internen Blitz der EOS 700D aufklappt. Auf der linken Seite des Gehäuses befindet sich auch die Abblendtaste zur Prüfung der Schärfentiefe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der Kamera hier vieles schön ist, nur die Abblendtaste nicht. Die funktioniert nicht richtig. Ich habe da mal nachgefragt und mir ist knallhart gesagt worden, es liegt am Preis der Kamera. Bei teureren Modellen kann man damit rechnen, dass die Abblendtaste immer funktioniert. Hier funktioniert die nicht richtig. Das heißt, sie funktioniert manchmal, manchmal funktioniert sie nicht. Man muss bei so günstigeren Modellen Abstriche machen. Ich habe mich ziemlich aufgeregt. Das fand ich unschön vom Hersteller. Ich werde mir so schnell auch keine neue Spiegelreflexkamera von Canon deshalb kaufen. Ich habe mich dann für was anderes entschieden. Das hier war, glaube ich, so eine Kamera mit Wechselobjektiv. Das ist die, die ich danach gekauft habe. Das ist auch eine relativ günstige. Eine Abblendtaste hat die gar nicht. Das heißt, da kann auch was nicht weniger nicht funktionieren. Das ist eine Systemkamera. Der Sucher ist am Anfang schlecht, wird aber langsam immer besser. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das tatsächlich so ist. Und der Monitor, der sich hier hinten befindet, hat demnächst der Monitor, der sich hier hinten befindet, hat immer schon richtig gut funktioniert. Das war auch das, was ich gewusst habe. Mit der bin ich sehr zufrieden. Die macht auch schöne Bilder. Habe ich auch schon relativ viel mitgeknipst. Und die ist schön kompakt. Da kommt das Objektiv hier so vorne raus. Ich habe noch eine Ledertasche für unter 20 Euro dafür gekriegt. Ich war damit sehr zufrieden. Hier, das ist auch eine sehr schöne Kamera, die macht auch schöne Bilder, aber diese Abblendtaste, dass sie nicht immer funktioniert, hat mich ziemlich aufgeregt, muss man dazu sagen. Machst du was trotzdem nicht kaputt oder gibt das weg? Es ist nur ärgerlich, ich habe sogar ein zweites Objektiv dafür. Naja. So, jetzt kommt ein grüner Kasten mit Hinweis und dann bin ich auch schon durch für heute. Hinweis, digitale Daten können über analoge Schnittstellen nur mit entsprechenden Qualitätsverlusten übertragen werden. Für verlustfreie digitale Übertragung hat sich die HDMI-Schnittstelle in Klammern High Definition Multimedia Interface Klammer zu als Standard durchgesetzt. Das Signal enthält sowohl Bild- als auch Audioinformationen, sodass lediglich ein einziges Kabel erforderlich ist. Durch die hohen Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde werden Daten in der Regel ohne jegliche Komprimierung völlig verlustfrei übertragen. Die Technik ist wenig störanfällig, sodass selbst Übertragung mit einem Kabel von 10 bis 15 Metern Länge völlig unproblematisch sind. So, es geht dann weiter mit die Rückseite. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger. Und ich sag mal Tschüss für heute. Ich habe mir vorgenommen, immer nur eine so eine Folge von dem Podcast zu drehen am Tag. Das Ganze soll unbedingt Spaß machen. Tschüss.